und herzlich willkommen bei Frau Janik Probiert's aus. Probier's auch! Und heute gibt es super leckere Eiscreme und zwar super einfach gemacht, ohne Eismaschine. Ihr braucht nur einen Mixer, einen starken Mixer oder eine starke Küchenmaschine dazu, wenige Zutaten und das schmeckt richtig, richtig lecker und richtig cremig. Und diesmal ist das ganz ohne Bananen, also nicht auf Bananenbasis. Vielleicht kennt ihr ja schon das bekannte Eis, das heißt ja Nice Cream. Und das besteht eben aus gefrorenen Bananen. Manche vertragen diese nicht, manche schmeckt es auch überhaupt gar nicht, diese Bananen. Und es schmeckt nun mal stark danach raus. Und deshalb habe ich eine andere Idee und die ist super einfach. Und wie die funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für unsere Eiscreme brauchen wir nur wenige Zutaten und unsere Hauptzutat, das ist Kokosmilch. Und zwar ist das praktisch der Ersatz für die Bananen bei der Nice Cream. Nice Cream heißt es übrigens nice von nett und dadurch, dass es halt dann weniger Kalorien hat und das N kommt von Nana, Banana, das ist die Erklärung dafür. Deshalb sagt man Nice Cream und nicht Ice Cream. Deshalb das N von Banane. So, jetzt wisst ihr das. Auf jeden Fall brauchen wir diese Kokoscreme davon. Deshalb ist es wichtig, dass ihr eine Kokosmilchdose kauft zuallererst. Diese müsst ihr über Nacht in den Kühlschrank stellen, denn dann trennt sich das Kokoswasser und die Kokoscreme setzt sich oben ab und diese brauchen wir, die können wir dann gut abschöpfen. Eventuell brauchen wir ein bisschen von dem Kokoswasser. Wir schauen, wie unsere Küchenmaschine damit zurechtkommt und zur Hilfe können wir dann einen Schluck hinzugeben, aber das schauen wir erstmal. Ganz wichtig ist eben, wir brauchen nur die Kokoscreme. Wichtig ist, dass ihr eine Vollfett-Kokosmilchdose verwendet, denn da ist am meisten Kokoscreme enthalten. Würdet ihr die Light-Version benutzen, dann hat es mehr Kokoswasser drin. Und das wollen wir ja nicht. Denn unser Eis soll wirklich schön cremig sein und so wenig wie möglich Wasser enthalten, damit es eben auch schön cremig wird und nicht kristallisiert. Meine zweite Zutat, das ist Mango. Ich habe hier gefrorene Mangostücke schon fertig gekauft im Tiefkühler und dies ist dann perfekt, dann kann man nämlich direkt loslegen und das Eis zubereiten. Mango und Papaya, das eignet sich am besten, weil das eben sehr wenig Wasser drin enthält, zum Beispiel als jetzt Ananas. Das bringt sehr viel Wasser mit und das macht dann wieder Eiskristalle und macht das Ganze eben nicht so cremig. Deshalb Mango und Papaya eignen sich am besten. Wer jetzt zum Beispiel noch eine andere Sorte gestalten möchte, könnte zum Beispiel einen Teil von gefrorenen Himbeeren oder gefrorene Waldbeeren reingeben oder Erdbeeren oder auch Ananas und dann habt ihr verschiedene Geschmackssorten. Aber die Basis sollte immer sein Kokosmilch, also die Kokoscreme, Mango oder Papaya und dann eine Frucht eurer Wahl. Optional könnt ihr dann das Ganze noch süßen. Wir probieren es mal so aus. Es kommt natürlich immer darauf an, wie süß eure Früchte sind, die ihr da im Tiefkühlfach erwischt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einer frischen Mango machen, die dann selber in Stücke schneiden, im Tiefkühlbeutel einfrieren und dann auch verwenden. Das geht natürlich auch. Je süßer die Frucht ist, desto süßer wird ja schlussendlich auch euer Eis. Ganz logisch. Aber wer das gerne süßer hat, kann dann natürlich irgendeine Süße der Wahl hinzufügen, zum Beispiel Dattelsirup oder normale Datteln, die man davor in Wasser einweicht oder zum Beispiel Reissirup und so weiter. Da gibt es ja Unmengen Möglichkeiten, kann ich euch noch gerne auf meinem Blog notieren. So, die Zutaten gebe ich jetzt hier in meine Küchenmaschine. Zuallererst schöpfe ich eben diese Kokoscreme hier ab. Als nächstes gebe ich meine gefrorenen Mangostücke hinzu. Und jetzt wird das Ganze cremig gemixt. Ich fange an mit der Pulstaste, mache das ganz langsam und dann kann ich Vollgas geben. So ist die Masse jetzt fertig. Es ist richtig super cremig. Jetzt könnt ihr abschmecken, wie es euch schmeckt, ob es euch süß genug ist. Es schmeckt richtig genial. Es ist so cremig. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. So lecker. Mmh. Also ich würde sogar schon sagen, man kann es lassen. Aber was ich eben gelesen habe, wenn Zucker im Eis drin ist, dann macht es das länger haltbar. Und die Masse möchte ich gerne noch einfrieren, weil alles auf einmal schaffe ich leider nicht aufzuessen. Wobei, vielleicht schon. Aber deshalb gebe ich jetzt noch ein bisschen Süßungsmittel dazu. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Dattelsirup und davon gebe ich jetzt noch ein bisschen dazu, mische das nochmal unter und dann fülle ich mir die Masse ab zum Einfrieren.
Und ich finde übrigens nicht, dass es nach Kokos schmeckt oder so. Also müsst ihr mal ausprobieren. Für all diejenigen, die sagen, oh, Kokos ist nicht so mein Ding, schmeckt mir nicht, probiert es erstmal aus. Ihr werdet überrascht sein, man schmeckt es überhaupt nicht fest raus. Wer noch zum Beispiel eine gelbere Farbe haben möchte, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Kurkuma-Pulver reingeben. Dann wird es noch mehr gelblich leuchten. Ist auch super gesund. Also das wäre noch ein Tipp. Und jetzt würde ich sagen, entweder sofort essen, an alle verteilen und genießen oder eben einfrieren. Wenn ihr das Ganze einfrieren möchtet, dann würde ich euch den Tipp geben, es vielleicht in solche Eiswürfelbehälter einzufrieren. Denn wenn ihr das Eis nochmal cremig haben möchtet, könntet ihr das so rausnehmen aus dem Würfelbehälter, dann in eure Küchenmaschine kurz auftauen lassen und dann nochmal schön cremig mixen. Und dann habt ihr wirklich nochmal fluffiges und leckeres Eis. Ich denke, sonst wäre das vielleicht ein bisschen zu hart. Was auch noch eine Möglichkeit wäre, wenn ihr solche Eis am Stielbehälter habt, dann könntet ihr die Masse da auch reinfüllen und dann ebenfalls genießen. Da funktioniert das Ganze ja dann wieder, dass es etwas härter ist. Es ist so lecker, ihr müsst es unbedingt ausprobieren. Ein Traum. Und der Dattelsirup schmeckt auch noch lecker nach Karamell. Passt perfekt dazu. Ihr müsst das Ganze unbedingt, unbedingt ausprobieren. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das ist ja schließlich kostenlos. Gerne freue ich mich auch über Kommentare hier auf YouTube oder auf meinem Blog. Wenn ihr das ausprobiert habt, dann schickt mir doch auch ein Foto auf Instagram unter dem Hashtag Frau Jannik. Dann kann ich das Ganze nämlich sehen und ich freue mich jedes Mal riesig über eure Fotos. Vielen, vielen Dank dafür. Die ganzen Mengenangaben zu dem Rezept findet ihr wie immer auf meiner Homepage fraujannik.com. Schaut dort gerne vorbei. Und ich wünsche euch dann ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ihr müsst es unbedingt ausprobieren. Es ist so super lecker, so super simpel. Bestimmt auch super lecker für Kinder. Und einfach ein Traum und perfekt jetzt in den Sommer passend. Also, unbedingt ausprobieren. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.